Moin. Eleven Show. Ja, ich wünsche mir schon einige Sachen NBA 2K25. Aber das ist alles nichts wert, wenn er es selber nicht gesehen hat. Ich glaube, das ist erst, wenn ich es gesehen habe. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier. Wir gucken uns heute die neuesten Neuigkeiten rund um NBA 2K25 an. Es ist heute zuerst Embargo zum Community Day gefallen. Viele Content Creator waren unterwegs, ich glaube um die 100 sogar. Und haben Sachen aufgenommen, haben Erfahrungen gesammelt, haben das Spiel schon mal kennengelernt, damit sie uns, euch, wem auch immer noch, mitteilen können, was alles so ansteht, was neu ist, was cool ist, was schon funktioniert, was nicht funktioniert, etc., etc., pp. Und das möchte ich heute mit euch durchgehen. Ich habe auf Twitter einiges zusammengesammelt, für mich die spannendsten Sachen. Es gab bestimmt noch viel mehr, da könnt ihr euch selber gerne mal umgucken. Es gibt auch auf YouTube ganz viele Kanäle, die Videos gemacht haben. Ich nenne nur zum Beispiel Joey Knows, ich nenne Uncle Demi. Schaut euch mal um. Guckt nach dem Video da gerne mal vorbei, dann können die aus ihrer Perspektive berichten. Ich gucke, was ich so gefunden habe. Ich habe hauptsächlich 2K Intel, eine Seite auf Twitter gefunden, die sogar von einem Deutschen geleitet wird. Das weiß aber kaum jemand. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich finde die Sachen cool. Ich werde euch die Sachen mal zeigen und ein oder anderes Wort darüber verlieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ganz wichtig, für alle, die jetzt schon so lange dabei geblieben sind im Video, guckt mal in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch NBA 2K noch nicht vorbestellt habt, dann habt ihr die Chance, das Spiel zu gewinnen. Instant Gaming hat uns ein Gewinnspiel gestellt. Es muss nicht NBA 2K sein, wenn du ein anderes Spiel zocken willst. Es ist ein Gewinnspiel für ein Spiel deiner Wahl. Guckt euch vorher auf Instant Gaming um, ob das Spiel dabei ist und an dem Teil. Losung ist zum 6.9. Das heißt, wenn du NBA 2K früh spielen möchtest, ich kann nicht versprechen, dass du schon am 4. drankommst, wenn das Gewinnspiel erst am 6. endet, macht das wenig Sinn. Deswegen, nimm trotzdem gerne teil. Ich denke, for free hält man die 2 Tage noch aus. Ich werde streamen, Videos machen. Ich denke, so lange kannst du dich bei mir noch befriedigen. Und dann starten wir mit dem Video und den Informationen. Ich bin selber gespannt, nochmal genauer reinzugucken. Also, wir sind auf Twitter in den Lesezeichen unterwegs. Wir fangen mal an mit Kevin Durant Dribbling. Wir sehen es hier. Ein ganz großer Kritikpunkt an Kevin Durant in NBA 2K24 war sein Wurf. Der war zu langsam, das war Kevin Durant nicht würdig. Man ist immer contested gewesen, weil es zu lange gedauert hat. Hier neben dem Wurf haben wir auch Kevin Durants Bewegung. Das sieht soweit ziemlich cool aus, ziemlich smooth. Und wenn das Kevin Durant in der Basisversion ist, dann freue ich mich auf Kevin Durant mit seinen stärkeren Karten. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Dann haben wir eine Sache, die in 2K20 schon da war. Und ich glaube in 2K21 auch noch, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und zwar eine Art und Weise, den Wurf loszuwerden, die sich Quickstop nennt. Schaut euch bitte nochmal das Video an und schaut mal, wie schnell der Spieler da zum Wurf kommt. Der ist noch dabei, zur Seite zu rennen. Und ja, in dem Spiel, wo das noch ging, war es dann so, dass man ganz kurz da L2 antippt und dann direkt wirft. Man könnte auch den rechten Stick kurz hochflicken und dann werfen. Und dann hat man eben diesen Quickstop-Effekt gehabt. Soll wohl wieder da sein. Also es scheint zu klappen. Ich bin gespannt, wie es dann im Game wird. Ich bin gespannt, My Team brauchst du halt schon ein gewisses Skill-Level für die Spieler, dass das klappt. Das wäre krass. Und dann haben wir leider eine schlechte Nachricht. Das ist jetzt ein Bild von 2K24, aber HTB, großer 2K-YouTuber, vor allem für My Team, hat es auch schon in seinem Video bestätigt oder zumindest vorgewarnt. Der ist einmal aus dem Spiel rausgeflogen und hat dann auch wieder diese Bann-Nachricht bekommen. Also wir müssen damit rechnen, dass diese Scheiße wieder zurück ist im Game. Wenn wir aus einem Game online rausgehen oder wenn wir irgendwo rausfliegen oder eventuell sogar ein Gegner rausgeht, kann es sein, dass wir hier diese Benachrichtigung bekommen. Bei mir war es immer so, das erste Mal war kein Problem, da kam immer diese nervige Benachrichtigung. Problematisch ist, wenn du das zweite Mal rausgehst, weil dann hast du meistens eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde Bann bekommen fürs Online-Spielen. Ich habe auch schon von Leuten gelesen und gehört, die sogar 2 Stunden hatten. Als nächstes haben wir hier nochmal Steph Curry. Das ist ein Video von Joey2K, das ist ein MyPlayer-Spieler, der ziemlich gut unterwegs ist und der hat mit Steph Curry auf jeden Fall geguckt. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich finde, im Verhältnis sieht der Ball ziemlich groß aus, wenn ihr mich fragt. Also Steph Curry Player Model vielleicht ein bisschen klein irgendwie. Ja, aber das ist eine schnelle Bewegung. Du kommst gut weg mit Steph Curry. Seitliche Bewegungen sind cool. Du kannst die Sachen, die Dribble Moves ziemlich gut aneinander ketten, wenn ich mir das so angucke. Das gefällt mir ziemlich gut. Also Dribble God werden auf jeden Fall Spaß haben mit dem Spiel, wenn das alles so bleibt. Und dazu komme ich gleich auch nochmal. Und der Wurf, Step Back,
geht alles schnell los. Steph Curry, wie man ihn eigentlich auch kennt. Also das ist auch hier eine Sache, die präsentiert wird vom Community Day, die erstmal Bock auf mehr macht. Und dann haben wir noch eine Sache, Shot Cancelling. Shot Cancelling wurde ja schon angekündigt. Ich habe diesen Tweet geretweetet, weil ich habe mir das so angeguckt und ich dachte mir so, das wird hier als Neuerung angepriesen. Ich habe das am Ende von 2K23 aber schon gemacht. Also es kann gar nicht neu sein. Vielleicht haben sie die Technologie noch ein bisschen erweitert, aber seht ihr diese Verzögerung, die LaMelo Ball da macht und dann doch in die andere Richtung dribbelt oder weiter dribbelt? Das, wie gesagt, das habe ich schon gemacht, das habe ich auch bei anderen schon gesehen. Es ging letztes Jahr nicht, mit letztem Jahr meine ich 2K24, aber jetzt ist es wieder drin. Das ist so ein typischer 2K-Move. Wir haben etwas im Spiel, wir bringen es im nächsten Spiel nicht mehr und dann präsentieren wir es unter einem anderen Namen als Neuigkeit. Die Leute feiern es, wir haben wieder was wir als neu verkaufen können. Aber das ist definitiv nicht neu, aber trotzdem, das ist eine coole Sache. Damit kann man viel Unfug anstellen im Dribbling, in der ISO, im Pick and Roll. Das wird gut, ich freue mich darauf. Wird allerdings auch schwer zu verteidigen sein, wenn die Leute das gut drauf haben. Für die Dribble Gods noch unter euch und für alle, die daran interessiert sind, guckt euch mal an. Das ist jetzt so ein bisschen unorthodox, wie der Spieler sich hier bewegt. Das ist alles so ein bisschen so unvorhersehbar, so ein bisschen komisch sieht es aus. Wem der Name Stizo noch nichts sagt, guckt euch den mal nach diesem Video hier auf YouTube an. Stizo the God oder einfach nur Stizo Dribbling und guckt euch mal die Videos an und schaut euch mal an, wie er dribbelt und wie er die Leute damit auseinander nimmt. Ihr werdet einige Parallelen oder einige Ähnlichkeiten zu diesen Bewegungen hier sehen. Wenn das einfacher geht oder wenn das genauso wieder geht, wird Stizo auf jeden Fall in NBA 2K25 rasieren. Und dann haben wir noch eine coole Animation. Hier sieht man, wie Wemby sich in NBA 2K25 bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr den Block schon drauf hattet. Hier haben wir jetzt Wemby im Dribbling, im Wurf. Das war sein Signature-Move. Hier auch wieder. Wie willst du das verteidigen? Er trifft die. Das sind halt die normalen My-Players. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie My-Team auf 99 alles hochgebatcht. Das ist ganz normaler Wemby hier im Play-Now-Modus. Und du kannst mit ihm solche Sachen machen. Das ist crazy. Eine Offensive halt wirklich unstoppable. Ich will nochmal diesen einen defensiven Block sehen, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Wemby wird so eine kranke Karte sein. Er hat ja eine 91er Wertung bekommen. Ich habe das Video von Max jetzt auch gesehen. Er selbst sagt auch vielleicht so eine 89. Ja, da haben wir gerade diesen Block nochmal gehabt, den zweihändigen da. Ja, ich war auch der Meinung, so 89 wäre fair gewesen, aber die Ratings generell alles so ein, zwei Punkte zu hoch. Alrighty, dann haben wir noch einen Go-To-Shot von CJ McCollum, den gucken wir uns mal an. Der ist auch sehr interessant, vor allem wenn man sich mal Luca in der Verteidigung anguckt. Der hat ganz kurz mal seine Ankles verloren. Und auch diese Animation, wie der Ball da noch reinkullert, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr interessant. Spannungselement, wenn man kein Green Feedback hat oder wenn der Gegner noch nicht weiß, ob der Ball reingeht. Ja, Mann, das sieht ganz cool aus. Auch die Kameraeinstellung hierzu. Ich weiß nicht, ob das eine ist, die ich spielen würde, aber es ist auf jeden Fall mal wieder was anderes. Ein bisschen tiefer die Kamera eingestellt, ein bisschen dynamischer, aber ich finde, so eine richtig gute Übersicht hat man hier nicht, wenn man versucht, einen guten Passweg zu finden oder einen guten Cutter oder was auch immer, wenn man jetzt im 5 gegen 5 Modus da spielt. Kevin Cruz, Creator aus Asien, hat mit SGA angefangen zu kochen und sagt, dass er einer der größten Profiteure von den neuen Animationen ist und das will er hier in diesem Video einmal ganz kurz präsentieren und ich finde, das ist auf jeden Fall sehenswert, weil SGA auch ein Spieler ist, der im letzten Jahr schon sehr gut in der Community ankam und ich glaube, mit den zusätzlichen Animationen wird sich das nicht ändern, sondern eher noch steigern. Gefällt mir sehr gut, wie er sich bewegt. Ist ja auch in der Realität ein Spieler, der sehr sanfte, elegante Bewegungen zeigt. Und das ist genau die Bestätigung hier auch. Bestimmt mit Hilfe vom Pro-Play, das von 2K so angepriesen wird. Hier die Stärke im Drive, die lateralen Beweglichkeiten, die er aufweist. Stepbacks sind auch in der Back. Hier wieder diese Animation, wie der Ball da dann doch reingeht und man weiß es lange nicht. Gefällt mir gut. Gehen wir weiter. Wemby's Jumpshot in NBA 2K25 im Vergleich zu NBA 2K24 ist schneller. Das macht mir Angst. Ich finde, der Wurf von Wemby in 2K24, der ging schon klar, aber der war, und das sieht man auch in dem Video, der war so ein bisschen abgehackselt an dieser Stelle. Und der neue Jumper, der ist ja von
Beginn an, wenn das der auf Normal Timing ist, dann haben wir hier ein richtiges Monster. Und das haben wir ja schon in den Clips von Joey Knows gesehen. Wow. Wembanyama in my team. Pff. Wahnsinn. Dribble Moves von Donovan Mitchell. Guckt euch mal die Bag von Donovan Mitchell an. Zack, der Step Back. Geil. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Also er bekommt den Ball gleich wieder zurück. Hat die Rechts-Links-Bewegung, geht den Step Back, macht den Attack und dann, nachdem er den Drive angetäuscht hat, geht er doch wieder zurück und nimmt den Wurf. Das gefällt mir sehr gut. Es sieht alles sehr rund aus. Natürlich, zum Community Day sind einige Leute, die sind keine Pfeifen, aber das sind jetzt auch nicht die allerbesten Spieler in der Community. Von daher, da werden einige Leute richtig Bock haben, wenn sie dann mal herausgefunden, wie sie diese Sachen aneinander ketten können. Das wird richtig, richtig wild. So, dieses Links-Rechts, das haben wir schon die ganzen Jahre gehabt, aber jetzt kommt dieses Vor-Zurück noch mehr ins Spiel mit den Stepbacks. Das ist eine Sache, die haben viele Leute noch viel zu wenig gemacht. Hat aber auch ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Das ist sehr cool. Hier haben wir noch was von DFS Doe. Und zwar Animationen von Jamal Murray, die jetzt besser sind. Er hat mit Murray angefangen, ja. Viel schnellerer Jumper, viel flüssiger. Der Jumper von Jamal Murray war eine absolute Katastrophe. Schlechte Nachricht für alle Jamal Murray Behind the Back User, der ist raus. Auch der LeBron James Hopback ist wohl raus. Da komme ich schon zu dem, was ich eben gesagt habe, dass das Spiel jetzt auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, so wie die das da gespielt haben. Weil Mike Wang hat auf Twitter auch gepostet, dass das Spiel bereits schon wieder eine andere Version ist, wie die, die die Creator beim Community Day gespielt haben. Also quasi schon der erste Patch, bevor das Spiel überhaupt raus ist. Aber auch dafür ist der Community Day da, dass Feedback gegeben werden kann, dass die sich das Spiel nochmal unter ernsten Bedingungen angucken und eventuell nochmal Änderungen vornehmen. Das wird jetzt in der Community sehr schlecht angesehen, so nach dem Motto, ja, hier ist schon der erste Patch, aber ich finde das legitim. Das Spiel ist ja offiziell noch nicht draußen, man kann es noch verbessern. Wenn es wirklich eine Verbesserung ist, dann finde ich das absolut cool und habe da gar nichts dagegen. Hier haben wir noch einen Camera Angle. Er sagt jetzt hier, sieht aus wie Real-Life-Basketball. Schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde persönlich nicht. Also hier nochmal, ist das schon Real-Life-Basketball? Also es ist eine coole Kameraperspektive, keine Frage. Aber ja, ein bisschen übertrieben, oder? Hier nochmal Shot Canceling, Beispiel von Trae Young. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das ein Schrittfehler war. Also ich habe. Ja, das ist ein Schrittfehler. Also ich als E-Lizenz-Schiedsrichter, E-Lizenz für die, die es nicht wissen, ist die unterste Klasse da, aber ich. Nee, den darf er nicht nochmal dribbeln. Das ist ein Travel. Also ich bin mal gespannt, ob 2K den Move rausnimmt oder nochmal verändert. Aber den kannst du so eigentlich nicht drin lassen. Aber trotzdem eine krasse Animation. Also Darius Garland hat ja keine Chance, das zu verteidigen. Sehr interessant. Ja, Mann. Und dann Rest in Peace, Christoph Daum. Aber damit sind meine Lesezeichen aufgebraucht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was da von euch am besten gefallen hat und worauf ihr euch am meisten freut. Ansonsten, wie gesagt, Link zum Gewinnspiel ist in der Videobeschreibung. Ja, Mann, es sind nicht mehr viele Tage. Hype, wurde ich gefragt. Hype, ist Hype da? Hype würde ich es nicht nennen, aber ich freue mich, dass es wieder Leben in die Community kommt und das Spiel quasi wieder von vorne beginnt, weil am Ende ist mein Team immer ein bisschen zu crazy. Seit Februar hatten wir auch nicht wirklich Spaß, weil wir kein Auktionshaus hatten und wir nicht die Spieler bekommen konnten, die wir wollten. Von daher bin ich bin froh über den Neuanfang. Ich bin gespannt, was das Jahr bringt. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und bedanke mich fürs Zuschauen.